Genau in der Mitte des Gartens steht der große Baum. Und unter seinen tief herunterhängenden Ästen liegt eine große grüne Höhle. Das ist Julchens Lieblingsplatz. Eigentlich heißt Julchen gar nicht Julchen, sondern Julia. Aber so nennt sie keiner. Nur wenn sie gerade mal was angestellt hat. Dann sagt ihre Mami vielleicht: Julia, du sollst doch keine Kaugummis an die Wände kleben. Oder ihr Papi: Julia, hast du wieder am Fernseher gedreht? Wenn aber alles in Ordnung ist, sagen sie Julchen zu ihr. Und das ist meistens. Julia sitzt in ihrer Höhle und ist ein bisschen traurig, weil sie keinen zum Spielen hat. Sie überlegt, was sie machen soll. Raupen sammeln? Oder lieber mit Matschpampe spielen? Da hört sie plötzlich hinter sich ein komisches Geräusch und eine Stimme. Hallo! Hallo! Julia dreht sich um und staunt. Auf dem Rasen vor ihr steht ein ulkiges Ding. Es ist rot, wie ihr Roller. Aber es hat vier Räder. Zwei funkelnde Leuchtaugen und schwarze Fühler. Und noch zwei Flügel. Julia geht um das Ding herum, besieht es sich ganz genau. Das Ding ist hohl. Es hat eine Tür zum Einsteigen und Fenster. Wirklich ulkig. Von der Seite sieht es wie ein Auto aus, von hinten wie ein Flugzeug und von vorn wie ein Marienkäfer. Julia wundert sich. Oh, so einen wie dich habe ich noch nie gesehen. Du bist aber witzig. Gefalle ich dir vielleicht nicht? Doch, du bist klasse. Du auch. Aber wer bist du? Fluggi. Und du? Julchen, ich bin schon vier. Und ich kann fliegen. Auch fahren? Auch fahren. Auch schwimmen? Auch schwimmen. Auch hüpfen? Auch hüpfen. Und sprechen kannst du auch? Klar, ich kann alles. Auch Schweine bummeln? Kenn ich nicht. Na, an der Kletterstange. Beine rüber und nach unten baumeln lassen. Aber ohne festhalten. Nein, das kann ich nicht. Na, macht nichts. Ich kann ja auch nicht fliegen. Willst du mal mit mir? Fliegen? Oh ja, das wäre prima. Na, dann steig ein. Gerade will Julia hineinklettern, da hört sie ihre Mutter aus dem Haus rufen. Julchen, reinkommen, Abendbrot essen. Oh, wie schade. Ich muss rein. Ausgerechnet jetzt. Ach, sei nicht traurig. Ich komm ja wieder. Wirklich? Klar. Du brauchst bloß dreimal in die Hände zu klatschen und zu rufen: Eins, zwei, drei, Fluggi, komm herbei. Und dann kommst du? Ehrenwort. Aber nun geh lieber. Deine Mama wartet. Gut. Bis morgen. Ja? Bis morgen, Julchen. Am nächsten Morgen wacht Julia davon auf, dass sie sich ganz doll freut. Und schon fällt es ihr ein. Fluggi! Sofort zieht sie sich an. Wenn Julia es nämlich eilig hat, kann sie sich auch alleine anziehen. Dann läuft sie runter in den Garten, klatscht dreimal in die Hände und ruft: Eins, zwei, drei, Fluggi, komm herbei! Hallo, Julchen. Gut geschlafen? Ich schlafe immer gut. Prima. Dann können wir ja gleich losfliegen. Wo wollen wir denn hin? Weg. Wir machen eine Runde durch das ganze Jahr. Durch das Jahr? Fluggi, wie geht denn das? Ganz einfach. Jetzt sind wir im Sommer. Deshalb müssen wir als nächstes in den Herbst fliegen. Dann in den Winter und dann in den Frühling. Und dann wieder in den Sommer. Richtig. Aber zuerst müssen wir in den Herbst. Herbst? Was ist denn das mal noch? Wenn der Sommer zu Ende ist und der Winter noch nicht angefangen hat. Wenn es nicht mehr warm ist und noch nicht richtig kalt. Wenn ich Strumpfhosen und Gummistiefel anziehen muss. Genau.
Puh, ich mag keinen Herbst. Wir können ja ganz schnell durchfliegen. Komm, steig ein. Julia steigt ein und ab geht's. Und schon nach kurzer Zeit verlieren die Bäume ihre grüne Farbe, werden gelb, dann rot, dann braun. Flucki und Julia sind im Herbst. Ein heftiger Wind kommt und wirbelt die Blätter hoch in die Luft und Flucki fängt so doll an zu schaukeln, dass Julia Angst hat, rauszufallen. Flucki ruft: Halt dich fest, Julchen. Mach ich. Aber Flucki, was sind denn das für viele schwarze Punkte am Himmel? Das sind die Zugvögel. Die sammeln sich und wenn alle da sind, fliegen sie zusammen in den Süden, wo immer Sommer ist. Hier möchte ich auch nicht bleiben. Ich beeil mich ja schon. Flucki beeilt sich wirklich, aus dem ungemütlichen Herbst herauszukommen. Fast hätte es noch einen Zusammenstoß mit einem Papierdrachen gegeben, den die Kinder in die Wolken steigen lassen. Aber dann sind sie plötzlich im Winter. Julia ist begeistert. Oh, Flucki, wie schön. Alles weiß. So viel Schnee. Die Wiesen und Bäume, alles voll. Und die Eiszapfen. Und die Sonne ist auch wieder da. Komm, Flucki, hier bleiben wir. Julchen hat recht. Es ist wunderschön. Die Welt... Doch plötzlich... Ein Tier oder sowas? Ja, da. Guck mal. Ein Eisbär. Ein ganz kleiner Eisbär. Guck mal, wie weich und pummelig. Bestimmt hat er sich verlaufen. Du, wir müssen ihn zu seiner Mama bringen. Okay, steig ein. Nimm ihn auf den Schoß. Ich drehe ein paar Runden. Flucki hat die Eisbäreltern auch bald entdeckt. Obwohl das gar nicht so leicht ist. Weiße Bären im weißen Schnee. Die beiden großen Tiere stehen vor ihrer Höhle und schwenken aufgeregt die Köpfe von einer Seite zur anderen. Flucki fliegt ganz tief und Julia lässt den Baby-Eisbären in den weichen Schnee plumpsen. Geschafft, Flucki. Bestimmt sind sie froh, dass sie ihn wieder haben. Aber nun lass uns einen Schneemann bauen. So groß wie mein Papa. Ist gut. Ich schieb den Schnee auf einen Haufen und du backst ihn zusammen. Die beiden machen sich an die Arbeit. Der Schneemann wächst und als er fertig ist, ist er viel größer als der Papa. Sein Kopf ist so groß wie ein Hüpfball geworden. Julia macht ihm noch Augen, Nase und Mund aus Tannenzapfen. Dann hüpfen sie vor Freude um den schönen Schneemann herum, bis Julia sagt: Flucki, weißt du was? Ich hab eiskalte Füße. Oh, dann lass uns weiterfliegen. Komm, steig ein. Aber als Julia drin ist, kommt Flucki nicht vom Fleck. Es macht nur immer... Was ist los, Flucki? Kannst du nicht mehr fliegen? Ich kann meine Flügel nicht mehr bewegen. Ich glaube, die sind eingefroren. Oh, ja, stimmt. Es hingen lauter Eiszapfen dran. Was nun? Ich weiß nicht. Das ist mir noch nie passiert. Nun haben die beiden natürlich Angst, dass sie für immer im kalten Winter bleiben müssen. Julia ist drauf und dran zu weinen. Da plötzlich brumm, brumm, brumm kommen die Eisbären. Und bevor Julia und Flucki etwas sagen können, fangen die Eisbären an, Fluckis Flügel abzulecken. Und weil ihre Zungen so groß sind wie Julias Waschlappen zu Hause, dauert es nicht lange und Flucki macht... Oh, Gott sei Dank! Wir fliegen! Das waren aber liebe Eisbären. Was, Flucki? Ohne die wären wir nie wieder weggekommen. Jetzt aber nichts wie ab. Ja, ich möchte jetzt auch ganz schnell nach Hause. Durch den Frühling müssen wir aber trotzdem noch. Der kommt nun mal nach Winter und vor Sommer. Frühling ist doch so ähnlich wie Herbst, nicht? Nicht richtig kalt und nicht richtig warm. Stimmt, aber umgekehrt. Im Herbst geht alles weg. Die Vögel, die Blätter. Und im Frühling kommt alles. Krokusse, Lämmer, Küken. Und Osterhasen. Ja, vielleicht sehen wir ja einen. Aber bevor sie wirklich einen Osterhasen gesehen haben, ist Flucki wieder zu Hause in Julias Garten gelandet.
Es ist wieder ein schöner Sommermorgen. Und Julias Mama ruft: Julchen, komm bitte zum Frühstück. Ich komme ja schon. Sag mal, Julchen, wo hast du nur die ganze Zeit gesteckt? Och, ich hab nur eine Runde gemacht. Jeden Morgen, wenn der Papa zur Arbeit fährt, begleitet Julia ihn ein kleines Stück. Sie steigen zusammen ins Auto, der Papa fährt rückwärts aus der Garage, wendet und lässt das Auto langsam bis zur Gartenpforte rollen. Dann hupt er und sagt: Endstation, alles aussteigen. Und dann gibt Julia ihm einen Kuss und steigt aus. Aber an diesem Morgen sagt sie noch: Papa, weißt du was? Na was denn, mein Julchen? Wenn ich groß bin, will ich dich heiraten. Aber Julchen, da musst du erst mal deine Mama fragen. Julia läuft sofort ins Haus zur Mama. Du Mama, wenn ich groß bin, darf ich dann den Papa heiraten? Aber Julchen, pass mal auf. Oh, Telefon. Also ich habe jetzt keine Zeit. Ich erkläre dir das später. Julia ist ein bisschen böse. So ist das immer mit den Großen. Entweder haben sie keine Zeit oder sie erklären einem das später oder sie lachen einfach. Julia will überhaupt nicht mehr mit denen reden. Nur noch mit Flucki. Deshalb ruft sie: 1, 2, 3. Flucki, komm herbei. Da bin ich. Flucki, ich muss mit dir reden. Was gibt's denn? Ich will meinen Papa heiraten, wenn ich groß bin. Das geht aber nicht. Warum denn nicht? Weil er schon verheiratet ist mit deiner Mutter. Jeder Mann kann nur eine Frau und jede Frau nur einen Mann heiraten. Da kann man nichts machen. Denn vielleicht den Opa? Ist doch genau dasselbe. Dein Großvater ist schon mit deiner Großmutter verheiratet. Da kann er doch nicht auch noch seine Enkelin heiraten. Seine Enkelin? Bin ich das? Klar. Und wenn du ein Junge wärst, wärst du sein... Enkel. Weißt du, dann nehme ich Onkel Peter. Julchen, der kann doch auch nicht noch dich, seine Nichte, heiraten, weil er schon mit Tante Bärbel verheiratet ist. Aber die zanken sich doch immer. Wenn du mit ihm verheiratet wärst, würde er vielleicht auch mit dir zanken. Glaub ich nicht. Mir schenkt er immer Gummiteddys. Außerdem kannst du überhaupt keinen Verwandten heiraten. Verwandte? Sind das alles solche wie eben? Großeltern, Enkel, Eltern, Kinder, Tanten, Onkel, Nichten, Neffen, Brüder, Schwestern. Die gehen alle nicht zum Heiraten. Nur andere? Nur andere. So wie der Thomas von drüben? Ja, der geht. Aber der ist mir zu frech. Wenn ich meinen Papa nicht heiraten kann, heirate ich überhaupt nicht. Aus, Schluss, basta. Gute Idee. Wir fliegen lieber um die Welt. Es ist ein ganz besonders schöner Tag, als Julia in den Garten kommt. Die Vögel zwitschern, die Schmetterlinge flattern, die Käfer krabbeln, die Bienen summen und die Sonne scheint. Julia findet, dass sie schon viel zu lange geschlafen hat. Gerade will sie in ihre Höhle unter dem Baum gehen, da sieht sie ihre Freundin Eva am Gartenzaun. Eva dreht sich im Kreis herum und ruft: Julchen, guck mal, was ich hab. Ein neues Kleid und du nicht. Will ich gar nicht haben. Aber das sagt Julia nur so. Eigentlich möchte sie auch ein neues Kleid haben. Genauso eins wie Eva hat. Weiß mit roten Blümchen und einem weiten Rock. Julia läuft zu ihrer Mami rein. Mama, Eva hat ein neues Kleid. Ja? Ich möchte auch so eins haben. Aber du hast doch genug Kleider. Aber nicht so eins. Kauf mir doch bitte so eins, ja?
Genau das Gleiche, bitte, Mama. Aber Julchen, man kann doch nicht immer gleich alles kaufen, was man haben möchte. Das kostet doch Geld. Du hast doch Geld. In deinem Portemonnaie. In der Küchenschublade. Ja, aber dafür muss ich doch Brot kaufen. Und Gemüse und Fleisch und Milch. Kann man Geld kaufen, Mama? Nein, mein Julchen. Geld kann man nicht kaufen. Geld kann man nur verdienen. Wenn Papa zur Arbeit geht, verdient er Geld. Aber nicht so viel, dass wir alles dafür kaufen könnten, was uns gerade einfällt. So schwierig hat Julia sich die Sache mit dem Geld nicht vorgestellt. Aber so ein Kleid wie Eva hätte sie trotzdem gern. Als Flucki kommt, erzählt sie ihm alles. Du Flucki, siehst du meine Freundin Eva da? Die hat ein neues Kleid und ich nicht. Ich hab doch auch keins. Flucki, was willst du denn mit einem Kleid? Du brauchst dich doch bloß zu waschen und schon bist du wieder wie neu. Waschen? Ich? Du meinst mit Wasser? Mit Wasser und Seife. Pfui Teufel, das würde ich nie tun. Aber ich werde dich waschen und zwar sofort. Nein, nein, nein. Stell dich nicht so an, Flucki. Wie siehst du denn aus? Wie ein Mistkäfer. Ja, ich werde gleich mal den Gartenschlauch holen. Nein, Hilfe, nein, Julchen, nein, Hilfe, Hilfe. Aber Julia achtet nicht weiter auf Flukis Geschrei. Wenn sie sich nämlich einmal etwas vorgenommen hat, dann tut sie es auch. Und fest steht, Flucki ist wirklich furchtbar schmutzig. Also holt sie den Gartenschlauch und aus dem Haus Seife, Lappen, Schwamm und sogar eine Bürste. Und dann geht's los. Flucki wird gewaschen. Natürlich schreit er die ganze Zeit. Huch, nein, ah, und sogar einmal. Aua, aua. Aber Julia lässt sich nicht beirren. Dazu macht das viel zu viel Spaß. Eva, ihre Freundin, steht übrigens immer noch mit ihrem neuen Kleid am Gartenzaun. Und weil Julia ihre beste Freundin ist, sagt sie, willst du nicht mitspielen, Eva? Komm, hilf mir diesen Mistkäfer waschen. Aber Eva schüttelt traurig den Kopf. Das geht nicht. Warum denn nicht? Ich darf mein neues Kleid doch nicht schmutzig machen. Ach so, wie schade. Da hat Flucki Gott sei Dank eine gute Idee. Er schreit, geh doch nach Haus, Eva, und zieh dein Kleid aus. Und das macht Eva auch. Und im Nu ist sie wieder da. Sie hat jetzt genau wie Julia Jeans und einen Ringelpulli an. Und nun geht es erst richtig los. Die beiden Mädchen schrubben und wischen und spritzen und bürsten und waschen um die Wette. Das macht einen Heidenspaß, weil Flucki nämlich nicht nur wasserscheu ist, sondern obendrein auch noch kitzlig. Immerzu hüpft er in die Höhe und quiekt und schimpft und lacht. Und auch Julia und Eva müssen immerzu lachen. Als die Mama zum Mittagessen ruft, ist Flucki blitzeblank. Aber die beiden Mädchen, die sehen jetzt selber wie kleine Mistkäfer aus. So doll haben sie gearbeitet. Julia ist ganz aus der Puste, als sie am Mittagstisch sitzt. Ihre Mama sagt, na, du hast bestimmt großen Hunger. Wie ein Elefant. Na, dann iss mal ordentlich. Zum Nachtisch gibt es auch etwas ganz besonders Schönes. Ja? Zum Trost, weil du kein neues Kleid hast wie Eva. Ach, weißt du, Mama, ich glaube, ich will gar kein neues mehr haben. Na nu, heute Morgen wolltest du es doch noch unbedingt? Ja, aber inzwischen habe ich gemerkt, dass neue Kleider gar nicht immer so lustig sind. Eins, zwei, drei. Flucki, komm herbei. Da bin ich. Tag, Julchen. Tag, Flucki. Wohin willst du heute? Ach, egal. Aber Flucki, darf ich heute mal steuern? Meinetwegen. Wenn du schön aufpasst. Klar. Sag mir, was ich machen muss. Okay. Setz dich hinter den Steuerball und ich erkläre es dir.
Fluckis Steuer ist nämlich ein Ball. Ein roter Gummiball auf einem Stiel, den man nach allen Seiten bewegen kann. Wenn man nach vorne fliegen will, muss man den Steuerball vorschieben. Will man rückwärts, muss man ihn zurückziehen. Will man nach oben, muss man ihn hochziehen. Und will man nach unten, muss man ihn herunterdrücken. Will man zur Seite, muss man ihn drehen. Flucki sagt, eigentlich ist es gar nicht schwer. Du wirst schon sehen. Aber sei vorsichtig, wenn etwas kommt. Kein Zusammenstoß, bitte. Meine Fühler sind sehr empfindlich. Keine Angst, Flucki. Ich passe schon auf. Und da geht's auch schon los. Julia drückt den Steuerball nach vorn, aber weil sie ein bisschen zu fest gedrückt hat, macht Flucki einen großen Hopser. Vor Schreck drückt sie noch einmal und noch einmal. Und nun hüpft Flucki wie ein wild gewordener Frosch über den Rasen. Vorsichtig, Julchen, nicht so doll. Wir sitzen gleich in den Stachelbeeren. Flieg lieber nach oben. Das macht Julia auch. Und hoch geht's in die Luft. Die Häuser und Bäume werden immer kleiner, je weiter sie steigen. Und Julia wundert sich. Flucki, ist das nicht zum Lachen? Mein Baum ist nur noch so groß wie ein Radieschen. Ja. Ja, guck lieber nach vorn, da. Da ist es schon passiert. Julia ist gegen den Kirchturm geflogen. Und nun sitzen sie auf der Kirchturmuhr. Julchen tut das sehr leid und sie fragt, entschuldige, Flucki, hast du dir sehr weh getan? Aber bevor Flucki antworten kann, macht die Turmuhr. Und Flucki springt vor Schreck hinunter. Pass auf, Julchen! Das ruft er noch. Aber Julia hat sich ebenso erschrocken und den Steuerball dabei losgelassen. Und nun fallen sie und fallen. In einen See. Flucki schimpft. Oh, pfui Teufel, ausgerechnet ins Wasser, wo ich doch Nasses nicht leiden kann. Es tut mir ja leid, Flucki. Was springst du auch plötzlich von der Kirchturmuhr? Aber guck mal, wie hübsch es hier unten im Wasser ist. Nass ist es hier, pfui Teufel. Flucki schimpft zwar, aber Julia hat recht. Es ist sehr hübsch unter Wasser. Eine Menge bunter Schlingpflanzen gibt es da und Riesenmuscheln und eine Unmenge von Fischen. Große, kleine, dicke, dünne, welche mit Punkten und welche mit Streifen. Und alle schwimmen vorbei und glotzen mit ihren großen Augen verwundert Flucki und Julia an. Plötzlich kommt ein ganz ulkiger. Er besteht nur aus einem Kopf und vielen Armen. Er ist genauso groß wie Flucki und beim Schwimmen schlenkert er mit seinen Armen hin und her. Und auf einmal schlingt er sie alle um Flucki. Julia wird Angst und Bange dabei. Flucki, was ist das für eine? Keine Angst, das ist ein Tintenfisch. Der will sich wohl nur ein bisschen auf uns ausruhen. Aber da, pass auf, ein Raubfisch, dreh schnell nach links. Julia dreht wie verrückt an dem Steuerball. Aber weil sie nicht so genau weiß, wo links ist, dreht sie genau verkehrt herum und sie schwimmen direkt auf das drohend aufgerissene Maul des Raubfisches zu. Vor Schreck macht Julia die Augen zu. Als sie vorsichtig wieder aufmacht, ist es stockdunkel. Flucki, sind wir schon gefressen? Es ist alles so dunkel. Hey, wir haben noch mal Glück gehabt. Der Tintenfisch hat Tinte verspritzt. Deshalb ist alles so schwarz. Ich kann überhaupt nichts sehen. Der Raubfisch aber auch nichts. Wir sind gerettet. Der Tintenfisch hat die beiden tatsächlich gerettet. Mit seinem Trick, schwarze Tinte zu verspritzen. Das machen die nämlich immer, wenn Gefahr droht. Als Flucki und Julia am Ufer des Sees auftauchen, ist von dem Tintenfisch nichts mehr zu sehen. Und von dem Räuber auch nicht. Uff, das hätte böse ausgehen können. So geht das jedenfalls nicht weiter, Julchen. Wenn du steuern willst, musst du auch die Richtungen kennen. Also, wir fangen mal mit oben an. Ja, ja, das weiß ich alles. Oben ist, wo mein Kopf ist. Unten, wo meine Füße sind. Vorne, wo mein Bauch ist. Hinten, wo mein Po ist. Nur rechts und links, das vergesse ich immer. Das ist aber wichtig. Also,
Hast du eine Armbanduhr? Dafür bin ich noch zu klein. Schade. Die Menschen tragen die nämlich meistens links. Also dann, fühl mal, wo dein Herz klopft. Das sitzt immer links. Ehrlich gesagt, das klopft auf beiden Seiten. Also auch nichts. Halt, ich hab's. Dein Papa hat doch ein Auto, nicht? Wo sitzt du immer? Hinten natürlich, wie alle Kinder. Dann sind doch noch vor dir zwei Sitze. Da, wo das Steuer ist, ist links. Immer? In eurem Auto ist das Steuer links. Darauf kannst du dich verlassen. Weißt du jetzt Bescheid? Ja, klasse. Jetzt weiß ich es ganz genau. Na prima. Dann kann uns das ja nicht mehr passieren, dass du verkehrt herumfährst. Bestimmt nicht, Flucki. Aber zurück flieg ich lieber wieder. Mir ist noch ganz schwindelig von deiner Fliegerei. Und nass bin ich auch noch. Pfui. Es ist noch ganz früh. Julia nimmt ihren Lieblingsteddy und klettert zu ihrem Papa ins Bett. Der Papa reckt sich und macht: Muss ich schon aufstehen? Nein, Papa. Ich muss dir nur unbedingt erzählen, was ich heute Abend geträumt habe. Was sagst du da? Heute Abend? Heute Abend ist doch noch gar nicht gewesen. Du meinst gestern Abend. Ist gestern, was schon vorbei ist? Genau. Und jetzt ist heute. Heute früh. Und wenn mein Julchen nicht auf mir herumhopsen würde, könnte ich noch schlafen. Ach, Papa, sei doch nicht so faul. Mach die Augen auf und erklär mir genau, was heute Abend ist. Na gut. Papa, mach schon, sonst erzähle ich dir nicht, was ich geträumt habe. Also jetzt ist morgens, nicht? Weiß ich, weil du da immer müde bist. Ja, und dann kommt vormittags und dann mittags. Und dann der blöde Mittagsschlaf. Und dann der schöne Mittagsschlaf. Und dann kommt Nachmittag. Und dann kommt Sandmännchen. Und dann ist Abend, heute Abend. Und was kommt dann? Nacht. Und wenn du wieder aufwachst, kommt Morgen. Und wenn ich wieder schlafen gehe und wieder aufwache, was kommt dann? Übermorgen. Und wenn ich dann nochmal schlafe und nochmal aufwache? Übermorgen. Für jeden Tag ein Über? Genau. Darf ich jetzt wieder weiter schlafen? Nein. Erst musst du mir sagen, was vorgestern war. Vorgestern. Klasse. Jetzt weiß ich Bescheid. Jetzt erzähle ich dir auch, was ich geträumt habe. Ach, du schläfst ja schon wieder. Dann hast du selber Schuld. Geh ich eben zu Flucki. Julia geht wieder in ihr eigenes Zimmer. Den Teddy lässt sie bei ihrem Papa, damit er gleich etwas zum Spielen hat, wenn er aufwacht. Dann ruft sie Flucki. 1, 2, 3... Flucki, komm herbei. Guten Morgen, Julchen. Bist du aber früh wach heute? Bist du etwa noch müde? Ich doch nicht. Aber es ist erst 6 Uhr. 6 Uhr? Du Flucki, woher weiß die Uhr eigentlich die Zeit? Von den Menschen. Die haben sie eingestellt. Nach der Sonne. Kann sich die Uhr nicht mal irren? Welche Uhr? Die Küchenuhr zum Beispiel. Natürlich. Sie kann zu langsam oder zu schnell laufen oder einfach stehen bleiben. Aber dann gibt es ja noch 1000 andere, nach denen man sie wieder einstellen kann. Die Bahnhofsuhr, die Kirchturmuhr, die Kuckucksuhr, die Autouhr, die Armbanduhr. Du Flucki, hat die Uhr eigentlich daran Schuld, dass die Erwachsenen morgens immer so müde sind? Die haben selber Schuld, weil sie immer so spät zu Bett gehen.
Weißt du, warum sie die Kinder immer so früh ins Bett schicken? Das weiß ich auch nicht. Flucki sitzt schon unterm Baum, als Julia in den Garten kommt. Sofort ruft er: Hallo, Julchen, wohin fliegen wir heute? Aber Julia sagt: Flucki, guck dir mal meine Petersilie an. Man kann sie kaum noch sehen, vor lauter Unkraut. Und begossen werden muss sie auch. Ich muss erst mal das Beet in Ordnung bringen, dann können wir los. Okay, ich warte. Da kommt Eva, Julias Freundin, angelaufen. Eva ist ganz aufgeregt. Du, Julchen, weißt du was? Ich bekomme ein Brüderchen. Ein Brüderchen? Du hast doch schon Thomas. Willst du vielleicht noch so eine freche Rübe? Nee, eigentlich nicht. Dann nimm doch lieber ein Schwesterchen. Ja, ich glaube, du hast recht. Ich werde eine kleine Schwester nehmen. Quatsch! Das kann man sich überhaupt nicht aussuchen. Warum denn nicht? Ich will aber keinen Bruder, ich will eine Schwester. In diesem Moment kommt Julias Mutter in den Garten. Als sie die Kinder sieht, fragt sie: Na, was habt ihr denn für Probleme? Mama, stimmt es, dass man sich nicht aussuchen kann, ob man ein Brüderchen oder eine Schwester haben will? Ja, das stimmt. Die Babys wachsen doch im Bauch ihrer Mama. Und da kann man nun einmal nicht hineingucken. Bin ich auch in deinem Bauch gewachsen, Mama? Ja, natürlich. Aber ich bin doch viel zu groß. Na, als du in meinen Bauch hineinkamst, warst du noch ganz klitzeklein. So klein wie... Wie Petersiliensamen. Ja, so ungefähr. Und dann bist du größer und größer geworden, bis du ein fertiges Baby warst. Und dann bist du hinausgekommen. Wird da der Bauch aufgeschnitten? Aber nein, Julchen. Es gibt eine Extraöffnung, die dann so groß wird, dass das Baby hinaus kann. Oh, dann will ich auch Kinder kriegen. Ganz viele. Und ich auch. 8 Stück. Und ich 10. Aber dafür müsst ihr erst einmal selber groß sein. Ich bin schon groß. Ich bin 4. Aber du bist noch nicht erwachsen. Zum Kinderkriegen muss man erwachsen sein und einen Mann haben. Warum denn? Weil Kinder nun mal eine Mama und einen Papa brauchen. Ich denke, die wachsen im Mamabauch. Tun sie auch. Aber denk doch mal an deine Petersilie. Einer muss doch den Samen hineintun. Und das macht der Papa. Ja. Aber heiraten tue ich nicht. Dann will ich eben keine Kinder. Du kannst es dir ja noch mal überlegen, bis du groß bist. Brauche ich nicht. Ich hab doch Flucki. Es ist mitten in der Nacht. Alles schläft. Auch Julia schläft mit ihren Puppen Anja und Tanja, mit dem Teddy Toppi und dem Kater Pong Pong. Da kitzelt etwas an Julias Nasenspitze. Julia macht Hatschi und noch einmal Hatschi. Dann wacht sie auf. Flucki steht vor ihrem Bett. Flucki, was willst du denn? Dich wecken? Guck dir mal den Himmel an. Aber es ist doch stockdunkel. Stimmt ja nicht. Guck bloß mal raus. Julia springt aus dem Bett und läuft zum Fenster. Am Himmel funkeln 1000 Sterne. Kleine, große, helle und ganz helle. Aber am hellsten ist der Mond. Julia ist begeistert. Das ist aber wunderschön, Flucki. Eben. Viel zu schade, die ganze Nacht im Bett zu bleiben. Das stimmt. Du sag mal, Flucki. Ja? Warum gibt es eigentlich Tag und Nacht? Weil die Erde, das ist das, worauf wir alle wohnen, ein Ball ist, der sich dreht. Und die Seite, die gerade die Sonne anguckt, ist hell und warm. Und das ist der Tag. Ja, und die Seite, die die Sonne gerade nicht anguckt, ist dunkel und kälter. Und das ist die Nacht. Ja. Klasse, Flucki. Was du alles weißt. Aber sag mal, auf der anderen Seite von dem Erdball, wo es jetzt gerade hell ist. Wo es Tag ist, meinst du? Ja, wohnen da auch Menschen? Klar, da wohnen die Japaner.
Wenn die zu Bett gehen, stehen wir auf? Ja. Und wenn die aufstehen, gehen wir zu Bett? Ja. Und jetzt spielen die draußen? Ja. Du, ich hab 'ne klasse Idee. Ja? Wir fliegen dahin, zu den Japanern. Jetzt gleich? Jetzt gleich. Okay, dann müssen wir nach Osten fliegen. Osten? Was ist denn das schon wieder? Das ist die Seite vom Erdball, die die Sonne zuerst anguckt. Und die andere? Heißt Westen. Und oben vom Erdball ist Norden und unten Süden. Also, ab nach Osten, zu den Japanern. Fluggi fliegt los. Der Mond leuchtet. Aber weil er das nicht so gut kann wie die Sonne, kann Fluggi nicht ganz so gut sehen wie am Tage. Und so passiert es, dass er mit einem kleinen Stern zusammenstößt. Der Stern wird wütend. Pass doch auf, du komisches Ding! Pass doch selber auf! Was hast du hier überhaupt am Himmel zu suchen, du Autofliegekäfer? Geh bloß nicht so an. Wenn es hell wird, musst du sowieso hier verschwinden. Frechdachs! Ach, lass mich zufrieden. Damit haut Fluggi ab. Er hat nämlich gesehen, dass viele andere Sterne dazugekommen sind. Und das ist ihm denn doch zu gefährlich. Plötzlich wird der Himmel hell. Erst ein bisschen, dann immer mehr und am Rand erscheint ein großer roter Ball. Julia ruft... Da, Fluggi, ein Feuerball. Das ist die Sonne. Gleich sind wir da. Und wirklich, noch ein Stück und Fluggi und Julia haben es geschafft. Sie sind in Japan. Es ist heller Sonnenschein und Fluggi landet auf einer Wiese. Da spielen eine Menge Kinder. Sie haben alle ganz schwarze Haare und schwarze, schmale Augen. Und alle kommen herbeigelaufen, verneigen sich vor Julia und einer sagt... Moshi, Moshi. Fluggi, sieh mal, wie nett Sie sind. Was sagen Sie? Sie sagen guten Tag auf Japanisch. Ich will Ihnen auch guten Tag sagen. Mushi Mushi. Moshi Moshi. Und dann spielen sie alle zusammen ein Blumenspiel, bei dem Julia ein Gänseblümchen sein darf, das die Butterblumen besucht, bis sie wieder nach Hause müssen. Als Julias Mutter am nächsten Morgen ins Kinderzimmer kommt, wundert sie sich sehr. Julia schläft noch ganz fest. Sie hat sogar ihr Däumchen im Mund, das linke. Die Mama denkt, komisch, sonst ist mein Julchen doch immer schon quickmobil. Wie kommt es nur, dass es heute noch so müde ist? Ja, die Mami kann ja auch nicht wissen, dass Julia in der Nacht auf der anderen Seite des Erdballs war. Nur wir wissen Bescheid. Aber das bleibt unser Geheimnis, nicht?